dort hinten in der Ferne. Da tauchen weiße Dampfschwaden zwischen den Bäumen auf. Die ältere Generation weiß sofort, dort ist eine Dampflokomotive unterwegs. Die Jüngeren unter uns kennen sie allenfalls von der Modelleisenbahn oder aus dem Musical Starlight Express, wo die alte Dampflok Rusty gegen die modernen Triebwagen in einem beinahe aussichtslosen Wettkampf antritt. Hier rollt eine Dampflok der Baureihe 58 auf uns zu. Sie wurde ab 1917 gebaut. Speziell diese Lok mit der Nummer 58311 wurde 1921 von Henschel in Karlsruhe gebaut. Dort war sie über 20 Jahre im Einsatz, bevor sie im Krieg in Oberschlesien ihre Arbeit verrichten musste. Von 1946 bis 1977 war sie in zahlreichen Bahnbetriebswerken tätig und fand ihre Ruhestätte im Oberfrankener Dampflokmuseum Neuenmark-Wiersdorf. Die Ulmer Eisenbahnfreunde kauften die Lok 1984 und stellten sie wieder in den Dienst. Sie war aber nur noch für Fahrzeugparaden und für Sonderfahrten im Einsatz. Und auf eine solche Sonderfahrt ist die gute alte Dampflokomotive auch hier im Einsatz. Mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 65 Stundenkilometer schnauft sie vor dem Jahreswechsel hier noch einmal durchs Lahntal auf ihrem Weg von Treisa über Gießen nach Limburg und wieder zurück. Organisiert wurde diese Fahrt von den Eisenbahnfreunden Treisa. Mit rund 700 Passagieren war die Reise ausgebucht und der Sonderzug so richtig lang. In den angehängten Wagen wurde Glühwein und Lebkuchen serviert und vorne in der Lok wurde reichlich viel Kohle geschaufelt. Circa 8 bis 9 Tonnen Kohle werden auf solch einer Fahrt verfeuert. Die Kosten dieser Sonderfahrt, die Nutzung der Bahngleise und Bahnhöfe, die Wartung und Instandhaltung der Dampflok sind immens teuer und werden von den Ticketpreisen wohl kaum gedeckt. Zuschüsse vom Land oder Staat gibt es auch keine. So bleibt das Aufbereiten, Instandhalten und Bewahren dieser alten Bahngeschichte doch ein sehr teures Hobby. Umso schöner ist es, dass es diese Eisenbahnfreunde gibt und dass wir im Lahntal ab und an wieder in alte Zeiten zurückversetzt werden.